Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Willkommen zu meinem zweiten X-Raid, der übrigens gerade belegt wird von irgendeinem Fotoshooting. Ich hatte bereits einen, zeige ich euch mal nicht, weil. Oder habe ich euch nicht gezeigt. Ja, weil mir die Gegend dort nicht so gefällt. Habe ich halt nicht aufgenommen. Ihr habt aber auch nichts verpasst. Ihr wisst ja, ich habe meinen 100er. Da gibt es auch nichts Besseres. Ah, jetzt machen wir den hier. Dann geht's auf eine kleine Latios-Raid-Tour. Immer noch auf der Jagd nach dem Shiny Latios. Es kam eine überraschende Neuigkeit rein. Oder Gemunkel auf den Straßen. Heute Abend soll es eine legendäre Feierabendstunde geben. Ich meine, es ist Feiertag und Freitag, also ist nicht wirklich Feierabend. Aber in Neuseeland, in Australien, in Asien hatten sie bereits diese legendäre Stunde, wo einfach auf jeder Arena ein Firma-Raid drauf war. Kennt ihr ja von der legendären Mittagspause. Mal schauen, ob das jetzt öfter kommt. Oder ob das jetzt nur fürs Oster-Event war, kleines Ostergeschenk. Oder ob die Mittagspause zur Feierabendstunde wird, was ja viele hoffen. Eine gute Gelegenheit, eine Menge Raid zu machen und den Shiny noch zu bekommen. Aber mir gehen langsam die Pässe aus, Mann. Ich weiß echt nicht, wie viele Latios ich noch machen will. Schauen wir mal hier. Eigentlich ist mir egal, ich wollte nur die 1000 Arena-Punkte. Moderne Pinakothek habe ich schon auf Gold. Ah ja, nichts verpasst. Schadensbälle. Bei 14 Leuten. Und ich bin erst zur Hälfte des Raids reingekommen. What the fuck? Achso, vielleicht sind die. Ich wollte sagen, vielleicht sind die meisten gestorben, aber nicht gegen den. Der stirbt dann eigentlich nicht. Komische Sache. Der ist doch direkt drin. Wolltest du da nichts machen? Gefangen. Nächster Lucky Toad. Kollege will ein Shiny legendäres haben. Ich habe nicht viel Auswahl, ich habe nur Latias oder Godon. Bei allen anderen hatte ich Pech. Allen anderen. Ho-Ho, Lugia, Kyogre, Zapdos, Arctos, Lavados, Latios. 1027. Oh. 36 oder so ist 100. Schade. So, schauen wir mal, Leute. Bisher natürlich kein Erfolg gehabt. Ja, aber eine Menge Raids am Start. Eigentlich ist die Feierabendstunde gar nicht notwendig, weil so viele Raids da sind. So, können wir uns noch einen Shiny ergattern hier. Ich habe nicht wirklich so Lust auf die Stunde, weil wie gesagt, es sind so viele Raids am Start und ich habe auch nicht unbegrenzt Pässe. Aber immer noch nicht. Nächster Versuch, direkt die Arena daneben. Ein paar machen wir noch, aber die Motivation sinkt und sinkt. 62, 93er, irgendwie sowas. 93er Shiny. Wäre ich zufrieden. Nee. Okay, Leute, wahrscheinlich der letzte Versuch. Die Stunde fängt gleich an. Es sind schon überall Eier drauf, aber ich will nicht mehr. Ich brauche Latios nicht mehr. Ich habe einen guten Bonbons vor ihm nicht. Ich mache es eigentlich nur wegen den Arena-Punkten und dem möglichen Shiny. Also, es muss eigentlich eine Grenze geben. Und die Grenze ist erreicht. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, noch mehr Pässe auszugeben. Das Geld, die Pässe spare ich mir lieber für den nächsten Legendären. Dementsprechend und. Natürlich nicht. Schade, kein Happy End. Okay, ein Raid geht noch, Leute. Zumindest ein von der vom Event nutzen. Und wenn der Raid gleich daneben ist, kann man nicht Nein sagen. Das ist jetzt der letzte Versuch. Oder?
Zumindest auf jeden Fall nicht viele. Beende meine Leiden, Antik. Beendet sie einfach. Ich flehe euch an, beendet meine Leiden. Und? Warten wir mal, bis das Auto vorbeigefahren ist. Okay, es ist wieder, so wie immer, der nächste Morgen. Ich habe keinen Raid mehr gemacht, nur diesen einen Raid noch mitgenommen von der legendären Feierabendstunde. Ich habe mein Limit erreicht, das war's. Wir haben jetzt noch 3 Tage, glaube ich, bis Shiny Latios wieder weg ist, oder Latios allgemein. Das heißt, ich habe noch 3 Versuche mit dem freien Raid Pass, mir da einen Shiny Latios zu schnappen, weil, ja, wie gesagt, das ist mein Limit, ich will nicht mehr raiden. Keine Pässe mehr ausgeben für den. Irgendwann muss halt einfach Schluss sein. Ich bin jetzt übermütig geworden, weil Shiny Godon habe ich bekommen. Bei Shiny Latias lief es ganz gut, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören. Bei den Nicht-Shiny-Leuten. Ihr wisst Bescheid. Shiny Ho-Oh, 0. Shiny Lugia. Also, ich habe ausnahmsweise mir einen ertauscht, aber eigentlich auch 0. Laudos, 0. Zapdos, 0. Kyogre, 0. Arctos ausnahmsweise einmal gehabt von, was weiß ich, wie vielen Raids. Und dann halt, wie gesagt, Groudon zum ersten Mal Glück gehabt und dann Latias ging irgendwie ab. Und jetzt wieder Latios, 0. Aber so ist das Spiel, so ist das Leben. Entweder kommt es oder es kommt nicht. Was soll man machen? Ist natürlich extrem demotivierend, was Shinies angeht und Shiny Jagen. Ja, deswegen bin ich auch nicht wirklich ein Shiny Jäger. Shinies sind eben so random, was aber auch kein Problem ist. Man muss nicht jedes bekommen. Aber die Mühe, die man reinsteckt, ist nicht äquivalent zu dem, was man zurückbekommt. Ist halt einfach eine reine Glückssache. Dementsprechend 2 neue Shinies, bei denen ihr euer Glück probieren könnt. Potlot ist am Start. Der Spawn vermehrt. Da müsste man eigentlich eine gute Chance haben. Wenn man Otto Normalverbraucher ist. Wenn man jemand ist wie ich, dann nicht, weil Sachen wie Wingull habe ich nicht bekommen, als die vermehrt waren. Sachen wie Anton habe ich nicht bekommen, als die vermehrt waren. Und noch irgendwas bestimmt, aber mal schauen, ob ich einen Potlot bekomme. Vor allem, der ist gar nicht so lange vermehrt, also ich komme nur heute oder heute bis morgen irgendwann. Also nutzt eure Chance. Haspigon natürlich, immer noch am Start. Spawnt eigentlich relativ häufig, aber immer noch kein Shiny. Und Lapras. Lapras gibt's auch. Problem. Ja, Lapras ist nicht vermehrt. Das heißt, ihr müsst erstmal einen Lapras finden. Entweder wild oder durch die Quest gewinne 5 Arena-Kämpfe. Und das muss dann auch noch Shiny sein. Also, das könnte momentan eines der seltensten Shinies sein. Ist wahrscheinlich sogar. Ich weiß nicht, wie man das mit den Brüten und den Babys und den Shiny-Babys vergleichen kann, aber könnte durchaus das seltenste Shiny sein. Muss man halt warten auf irgendwelche Eis-Wasser-Events, Kanto-Events oder irgendwas, wo halt Lapras vermehrt spawnt. Gab's ja schon öfters, also unmöglich ist nicht, den jetzt Shiny zu bekommen. Aber momentan, dieses Wochenende, ist er nicht vermehrt. Also geht's raus auf die Jagd nach Potrot und Haspigon. Und Latios natürlich, falls ihr noch nicht aufgegeben habt, so wie ich. Dann noch einen kleinen Shoutout an Kollegen Jimmy und seine Jungs und Mädels aus Luzern. Die haben nämlich gestern Abend... Ah ja, warte, Moment, bevor wir darüber gehen. Legendäre Feierabendstunde. Überraschend, keine Ankündigung, keine Bestätigung, kam einfach. Also erstmal in Australien, Neuseeland, Asien die Gegend. Also die, die uns zeitlich voraus sind. Und dann wurde natürlich angenommen, dass es bei uns auch kommt. Und es ist dann gekommen. Und Feedback war ganz gut. Abgesehen davon, dass es halt nicht mal bestätigt wurde. Null Ankündigung, nur Bestätigung. Aber Feedback war ganz gut. Den Leuten hat es gefallen. Eine gute Zeit, eine gute Stunde. Und anscheinend waren echt eine Menge Leute unterwegs. Wie immer, ich habe auf Instagram nach Feedback gefragt und eigentlich hat jeder gesagt, dass er es geil fand. Also kommt auf jeden Fall viel, viel besser an als die legendäre Mittagspause. Aber war auf jeden Fall eine nette Überraschung. Jetzt zum Kollegen Jimmy. Die haben nämlich gestern Abend ein Turnier veranstaltet. Ein Finale von ihrem PvP Cup. Und das haben die live auf Twitch übertragen. Ich blende mal hier ein paar Bilder ein. Oder wobei? Ich mache mal Screen Recorder, glaube ich, an und zeige euch das einfach so direkt. Der Kollege Jimmy hat co-moderiert. Haben die echt schön gemacht. Ist eigentlich eine coole Sache, könnt ihr hier mal sehen. Mit Beamer auf Twitch übertragen. Nette kleine Runde. Grüße gehen raus an SSJ Bosnia. Also sehr, sehr cool, sehr professionell. Genau das, was wir uns wahrscheinlich damals gewünscht hatten, als es um PvP ging. Und dann eigentlich sehr enttäuscht wurden, als es dann rauskam und ja, der Hype nicht mal wirklich da war. Einfach direkt abgeflacht ist. Aber davor hatte man sich genau sowas gewünscht oder ich hatte mir sowas gewünscht. Twitch, Finale, Turniere, Übertragungen. Und daraus ist eigentlich nie was wirklich geworden, leider. Ich meine, ich weiß, ich habe das erste und einzige PvP-Turnier mir angeschaut. Das war das allererste mit Mystic Seven und Trainertipps, die das moderiert haben. Ist natürlich auch sehr viel Aufwand. Und wenn man daraus nicht so viel zurückgeneriert,
ist man natürlich nicht so motiviert, das dann zu übertragen. Aber war eine coole Aktion von den Leuten. Grüße gehen raus, wollte ich nur mal so erwähnen. Und vielleicht sollte ich mir mal an die eigene Nase fassen und da bei uns mal einen PvP-Cup ja, irgendwie übertragen. Ein bisschen da promoten, ein bisschen da mal einen Cup filmen. PvP da ein bisschen unter die Arme greifen. Aber das war's von mir, Leute. Mal schauen, wie es heute so abgehen wird. Ob da irgendein neuer Shiny dazukommt. Haspigor oder Portgott. Oder vielleicht sogar Lapras. Oder vielleicht Latios. Einen freien Raid Pass habe ich heute über. Mal schauen. Das war's von mir, Leute. Ich wünsche euch viel Glück auf der Shiny-Jagd. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.